Leute, was geht ab? Schön, dass ihr heute alle wieder mit dabei seid. Ich wurde gebeten, über den Mexican Style zu sprechen und gerne gehe ich der Bitte nach. Fangen wir an, ne, für diejenigen, die es nicht kennen, für die es fremd ist, ja, woher kommt der Mexican Style? Er kommt natürlich nicht aus dem Nordpol und nicht aus Afrika, sondern aus Viva la Mexico. Der Mexican Style, Leute, ist ein sehr offensiver Boxstil, der extrem gefeiert wird. Das Publikum will natürlich Schlachten sehen, wollen Blut sehen, wollen Knockdowns sehen und so weiter und so fort. Ihr wisst, was ich meine. Und da ist der Mexican Style maßgeschneidert für. In der Historie haben wir ganz viele mexikanische, wirklich Superstars, ne, die dem Boxsport extrem bereichert haben. Die Mexikaner haben sowohl in der Vergangenheit als auch gegenwärtig ganz starke Fighter herausgebracht und bringen weiterhin starke Fighter heraus. Und das wirklich von den unteren Gewichtsklassen bis hoch. Und natürlich ist es so, dass hauptsächlich die Mexikaner den Mexican Style boxen. Bis auf eine Ausnahme auf jeden Fall, die mir sofort einfällt, ist Oscar De La Hoya, ne? Der sehr viel Wert aufs Boxerische, auf die Eleganz, ne, auf die Technik gelegt hat. Es ist nicht so, dass wenn du einen Mexican Style boxst, dass die Technik außer Acht gelassen wird. Ne? Das ist eine Technik, allerdings für sich, ne, im Nachkampf und so weiter. Das ist kein blindes Geprügele oder einfach mit Doppeldeckung nach vorne. Und die Mexikaner haben sowohl in den unteren als aber auch in den oberen Gewichtsklassen in der Vergangenheit auch gegenwärtig Riesenfighter. Antonio Barrera, ja, der Prinz Nassim Hamed geschlagen hat, ne? Ihr kennt den legendären Kampf. Eric Morales, ne? Übrigens haben die auch gegeneinander geboxt gegen Barrera. Ja, zwei ganz, ganz starke Mexikaner. Dann haben wir Juan Manuel Marquez. Wir haben natürlich Canelo Alvarez. Wir haben Antonio Margarito. Wir haben Benavides. Ja, ganz, ganz starker Fighter, ungeschlagener Weltmeister, Andy Ruiz. Und wenn wir in die Materie reingehen und uns die Fighter so ein bisschen anschauen, keiner von denen so hat sich gescheut vor einem Schlagabtausch. Alle Fighter sind eher offensiv, ne? Die aus dem Head-Movement mit einer geschlossenen Deckung immer wieder permanent den Gegner unter Druck gesetzt haben. Und vor allem, alle Fighter beherrschen über gute Nehmerqualitäten. Wenn wir Marquez, der gegen Pacquiao in einem Kampf dreimal auf dem Boden war, dann auch unentschieden geboxt hat. Canelo Alvarez, der noch nie auf dem Boden war. Benavides, das sind Jungs, die wirklich, die schlucken die Schläge. Nehmerqualitäten, das ist natürlich eine undankbare Herausforderung, solche Jungs zu boxen. Ich glaube nicht, dass man sich so einen Stil aneignen kann, ja? Ich sag mal jetzt ein krasses Beispiel, dass du aus Henry Maske plötzlich ihn transformierst in einen Mexican Style. Das halte ich nicht für möglich. Das sind Sachen in der Genetik, die musst du einfach haben. Du musst diesen Mut haben, diesen Drang, diese Offensivität, das hast du in dir drin. Ja? Und das baut man dann weiter aus, wenn du es mit dir trägst, sage ich mal. Aber jetzt jemand, der absolut technisch versiert ist, dem sag ich jetzt nicht, ey, pass auf, guck mal, du boxst jetzt hier Mexican Style. Ja, da muss ich leider sagen, da macht der Trainer einen riesen Fehler und der hat von Tuten und Blasen null Ahnung. Ein wichtiger Name, den ich auch vergaß eben zu erwähnen, der mir sofort in Verbindung mit Infight Nahkampf in den Kopf schießt, ist Julio Chavez. Für mich einer der stärksten Infight Boxer, die es je gegeben hat. Seit Infight war wirklich phänomenal. Auch mit dem Drang nach vorne. Ihr seht immer, ne? Die sind immer permanent auch mit dem Head-Movement in Bewegung und variieren wunderschön zum Körper, von Körper zu Kopf und von Kopf zu Körper. Wenn sie zum Körper gehen, gehen sie anschließend direkt zum Kopf, was natürlich auch sehr viel Sinn macht. Wenn sie außen schlagen, ne? Wenn sie außen schlagen, gehen sie danach innen, nehmen die Innenbahn. Und so zerpflücken die einen Fighter im Nahkampf, der dann der grundsätzlich geschlossene Nahkampf war. Aber wenn du dann außen eine kriegst und hier deckst, bist du innen auf, dann kriegst du innen. Und wenn du ganz viel Pech hast, kriegst du noch einen hinterher.
und dann sitzt du auf dem Hosenboden. Also die beherrscht den Innenkampf, ne, den Nahkampf sehr gut. Was ich auch sehr begrüße und gut finde, was in Europa ein bisschen hinterherhinkt. Denn geschätzt ist 40-50% eines Boxkampfes auf 12 Runden angesetzt, findet ein Nahkampf statt. Ja, ne? Man fängt in der Distanz an und landet im Nahkampf. Geht dann wieder raus, dann ist wieder aus der Distanz und man ist wieder im Nahkampf. Du bist 40-50% im Nahkampf. Und wenn du den nicht beherrschst, hast du definitiv ein Problem. Weil auch das musst du beherrschen. Ne? Und das machen die wunderbar, ne? Indem sie wirklich sehr aktiv im Nahkampf arbeiten, verbunden mit viel Head-Movement, Bewegung, ne? Somit auch die Reflexe eine wichtige Rolle spielen im Mexican Style. Es ist nicht so, ne, dass, wie gesagt, ich betone es hier ganz klar, dass Mexican Style Doppeldeckung und dir eine krumme Nase und einen Cut holt und das ist dann Mexican Style. Nein, dahinter steckt auch Technik. Ne? Boxerisch sah es immer so ein bisschen aus, ne? Also wenn du so einen Antonio Margarito hast Boxen sehen, ne? Langer, dünner Typ, ne? Auch nicht so schnell, ne? Aber der knackige Hände gehauen hat, viel einstecken konnte und äußerst viel verteilt hat, ne? Und den Gegner nicht in Ruhe hat gelassen. Um euch das ein bisschen besser zu verbildlichen, ne? Der Vorwärtsgang mit einer geschlossenen Deckung, ne? Und immer wieder mit dem Head Movement, mit der Bewegung nach links, nach rechts, der Mexikaner, hier hopp, hopp, hopp. Weil die halt immer im Vorwärtsgang sind, wissen die, dass auch was zurückkommt. Somit die Deckung weit oben. Hopp. Und natürlich dabei das Head Movement und immer wieder das Durchrollen. Weil wenn du mit der Deckung nach vorne kommst und die merken, die Geraden, die treffen nicht, versucht man immer wieder mit Haken zu kommen. Und da rollen die dann immer hier, hopp, immer durch. Hopp, hopp. Chavez, der das wunderbar gemacht hat. Interessant mitzuverfolgen, weil die Ruhe, wie sie die Distanz überbrücken mit ihrem Head-Modus, wenn sie drinnen sind, suchen die in aller Ruhe wirklich hopp, hopp, Lücken, Schlagen, Dubletten und das Ganze aus der geschlossenen Deckung und lassen den Gegner wirklich nicht zur Ruhe kommen. Mit harten Body-Punches und Schlagverbindungen wie Dubletten unten, dann hier mit einem Haken oder wie ich eben schon sagte, das zum Körper und dann zur Mitte zum Kopf. Wunderschöne, unzählige Kombinationen, die man da gesehen hat. Ja? Und nie oder ganz selten sieht man, dass die wirklich ihre Power irgendwie auf die Deckung des Gegners vergeuden sozusagen, sondern suchen, obwohl sie das Risiko in Kauf nehmen oder auch Treffer bekommen, Schläge zurückbauen, suchen die mutterseelenruhig Lücken im Nahkampf, was meines Erachtens nach sehr beeindruckend ist. Die Mexikaner werden in den Staaten gefeiert und deren Boxstil ist weltweit anerkannt und denke, hat uns Boxfans immer viel Spaß bereitet. Ne? Wir stehen auf die Warriors, ne? Wir stehen auf Kämpfer. Jeder, der Boxen schaut, möchte nicht irgendwie sehen, wie 12 Runden jemand irgendwie aus der Distanz herumhoppelt und einmal und dann irgendwie 6 Schläge die Runde schlägt und so und dann die Runde gerade für sich gewinnt und das Ganze 12 Runden, ne, dann schlafen wir ein. Wir wollen Action sehen. Sie liefern Action. Ich hoffe, dass wir da noch ganz viele interessante Fighter in Zukunft haben werden mit dem Mexican Style. Ich hoffe, ich konnte euch in Sachen Mexican Style jetzt etwas aufklären und ihr habt da jetzt mehr Verständnis drüber. Alles Gute. Lasst einen Kommentar da. Teilt das Video. Alles Gute und vor allem schaut euch die Namen an, die ich eben genannt habe. Schaut euch Kämpfer von denen an, Leute. Versucht das Beste daraus zu ziehen. Alles Gute, euer Coach.